Dieses Modell brachten die Neckar Automobilwerke in Heilbronn bereits im Frühjahr auf den Markt. Jetzt ist es auch auf der Automobilausstellung in Frankfurt zu sehen. Die viertürige, selbsttragende Ganzstahlkarosserie des Neckar Spezial gleicht weitgehend dem Typ Fiat 1200. Die Gummipuffer an den Hörnern der Stoßstangen sind besonders beim Einrangieren in Parklücken von Vorteil. Der Viertaktreihenmotor hat 1089 Kubikzentimeter Hubraum und hängende Ventile. Anstelle eines einfachen Fallstromvergasers ist ein Doppelregistervergaser eingebaut. Das Fahrzeug ist 4 Meter lang, 1,50 Meter breit und bietet in seiner Klasse guten Komfort. Die Armaturen sind in einem Kombinationsinstrument zusammengefasst. Der Wagen hat serienmäßig Liegesitze. Der Kofferraum ist geräumig und kann durch Niederklappen der hinteren Rückenpolster noch vergrößert werden. Die Anbringung des Reserverades unter dem Kofferboden ist ungünstig, weil bei vollem Kofferraum schwer erreichbar. Der Motor hat eine Leistung von 48 PS. Das sind 8 PS mehr als die bisherigen Neckar-Modelle. Diese Leistungssteigerung macht sich vor allem im Anzug bemerkbar. Durch die Erhöhung der Motordrehzahlen von 4.800 auf 5.300 Umdrehungen in der Minute war der Einbau einer anderen Kurbelwelle notwendig, die dreifach gelagert ist. Der Wagen hat Lenkradschaltung, 4 Vorwärtsgänge und einen Rückwärtsgang. Die Gänge lassen sich hoch ausdrehen, der erste Gang bis 35, der zweite bis 60 und der dritte bis 90 Kilometer in der Stunde. Die Spitzengeschwindigkeit liegt bei 130. Der Treibstofftank fasst 40 Liter und der Verbrauch liegt, je nach Fahrweise, zwischen 7,5 und 9 Litern. Die Straßenlage ist gut. Bei diesen Versuchen, die mit 85 Stundenkilometer durchgeführt wurden, ist das Fahrzeug nicht ausgebrochen. Auch das Kurvenverhalten war einwandfrei. Und so funktionieren die Bremsen. Der Neckar Spezial kostet 5.950 Mark. Motorjournalist William Reinert fasste seine Eindrücke so zusammen. Solche Wege fährt man normalerweise mit den eigenen Pkw nicht. Wir haben die Geröllstrecke separat ausgesucht, um Ihnen zu demonstrieren, dass der neue Neckar Spezial solchen Strecken gewachsen ist. Seine 8 PS Mehrleistung macht hier etwas aus. Es wird Ihnen bekannt sein, dass der alte Neckar 40 PS hatte, der neue 48 PS. Diese 8 PS hat man erreicht durch eine höhere Verdichtung, eine höhere Drehzahl und vor allem durch den Doppelregistervergaser, also einen Vergaser, wo sich die zweite Stufe öffnet, wenn die erste ganz offen ist. Wesentlich erscheint mir bei dem Wagen, dass er trotz der Starrachse ausgezeichnet gefedert ist. Sie haben an den Fahraufnahmen gesehen, dass er ohne weiteres Geröllstrecken schafft, dass er nicht aus der Spur geht. Schaltung und Lenkung sind ausgezeichnet, die Schaltwege sind kurz, man kann also rasch durchschalten. Was uns weniger gefällt, ist, dass der erste Gang noch nicht synchronisiert ist. Hier müsste man sich in Heilbronn dazu entschließen, auch den ersten Gang zu synchronisieren. Ein besonderes Kapitel sind beim Neckar Spezial seine Bremsen, die 960 Quadratzentimeter Bremsfläche haben. Also eine Bremsfläche, die man sonst normalerweise nur bei großen Wagen findet. Seine Fahrleistung stempelt ihn zu einem echten Mittelgassenwagen. Man braucht an die Beschleunigung denken, von 0 auf 100 in etwa 30 Sekunden. Der Neckar Spezial ist kein Sportwagen, aber ein sehr temperamentvolles Fahrzeug.